Hallo und herzlich willkommen hier bei Gamecore HD. Ja, heute mal mit einem kleinen Ankündigungsvideo zu einem Online-Event, was ich veranstalten möchte. Ja, das Ganze soll in Gran Turismo 5 stattfinden und wie ihr oben in der Videobeschreibung bzw. in dem Videonamen schon erkennen könnt, soll es sich dabei um ein Langstreckenrennen handeln. In dem Spiel Gran Turismo 5 und zwar auf der Strecke Suzuka über eine Renndistanz von 300 Kilometern. Ja, ich habe schon ziemlich viel Erfahrung mit dem Organisieren von solchen Events, habe schon in sehr vielen Rennspielen Events organisiert und vor allem auch in Gran Turismo 5 zuletzt oft. Ja, leider blieben doch oft die Teilnehmer aus. Jetzt zuletzt, es sind manchmal nur so 6 Fahrer mitgefahren, dann habe ich das Ganze auch abgebrochen. Aber ich möchte das jetzt hier auf YouTube einfach nochmal versuchen, so ein Rennen ins Leben zu rufen. Denn sind doch immer sehr spannend durchweg und ja, wäre doch mal eine klasse Sache, wenn man mal zusammenkommen könnte und ein bisschen ja, auf der Rennstrecke gegeneinander zu fahren. Das Ganze soll natürlich möglichst fair ablaufen, so Rempler und Rammen und sowas ist untersagt. Man wird dann auch gleich rausgekickt, wenn sowas passiert. Also, wir suchen schnelle, faire Fahrer hier für das Event. Und es sollte möglichst auch ein Abonnent von meinem Kanal sein, weil ja, das auch irgendwie für die Leute sein soll, die hier meine Sachen verfolgen und mitverfolgen. Die sollen da auch dran teilnehmen können. Deswegen sind die da ein bisschen bevorzugt. Ja, das 4 Plätze in der Starterliste sind reserviert für Leute aus dem Play 3 vom. Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber da habe ich schon einige Events organisiert und da ist wirklich eine tolle Racing-Community und dementsprechend habe ich da 4 Plätze für reserviert. Da ist auch nicht viel los momentan, aber wer weiß, vielleicht finden sich ja da noch ein paar Leute, die da mitmachen. Ja, zu den Konditionen des Rennens und den Details später noch ein bisschen mehr. Ja, das Rennen, das soll dann auch wahrscheinlich in einer Live-Übertragung gestreamt werden von einem Kollegen von mir. In dem Mainzer Pro Gamer von Mainzer Sports, der hat das schon öfters mal für mich gemacht. Das Ganze nicht unter Vorbehalt. Und ja, das Rennen wird dann auch definitiv, wenn es zustande kommen sollte, ja, im Nachhinein hier auf meinem Kanal in so einer Highlight-Sendung vorgestellt und kommentiert. Und auch ihr als Fahrer werdet kommentiert. Ja, und das wird bestimmt eine gute Action werden. Ja, 300 Kilometer, das ist natürlich auch eine ganz schöne Distanz. Es sind umgerechnet 52 Runden, die hier gefahren werden. Mit den Super GT-Fahrzeugen des GT500-Regels, die ja schon ordentlich Power haben und Abtrieb und perfekt zu dieser Strecke passen. Es gibt auch viele schöne Überholmöglichkeiten hier, also das wird wirklich sehr schön. Eine kleine Besonderheit, oder naja, Besonderheit auch nicht, aber spezielle Anforderungen gibt es hier nämlich auch. Das wird nämlich mit wechselhaftem Wetter gefahren, also ihr müsst auch beispielsweise mal im Regen zurechtkommen können. Also es ist schon ein bisschen Skill erfordert hier. Und ja, Siegesprämien oder was zu gewinnen gibt es hier nicht. Das muss ich sagen, da habe ich noch kein Geld für, um irgendwelche Preise rauszuschmeißen. Ist einfach nur just for fun und ja, wenn sich das Ganze hier gut abläuft, wenn das alles gut abläuft, dann mache ich bestimmt auch noch mal ein weiteres Rennen oder verschiedene andere Rennen. Ich habe das doch da ganz gut mittlerweile mit den Organisationen raus und das funktioniert meistens alles problemlos. Ja, wenn euch das hier alles interessiert, dann ja, dann meldet euch einfach bei mir, schreibt unten in die Kommentare, dass ihr mitfahren wollt und ja. Oder schreibt mir einfach eine private Nachricht, das geht natürlich auch. Ihr müsst natürlich auch ein Fahrzeug anmelden. Es sind alle Premium Super GT-Fahrzeuge erlaubt. Also die Standard JGTC-Wagen, diese alten Super GT-Wagen, die sind nicht erlaubt. Die sind nämlich auch ein bisschen schneller. Und die Fahrzeuge, die Super GT-Wagen, werden auch noch speziell eingestuft. Dazu werde ich euch aber noch mehr erzählen. So, jetzt schauen wir mal einfach auf die Details von dem. Ja, hier seht ihr jetzt auch nochmal die Anmeldetafel. Momentan alles leer, nur ich stehe drin. Das wird sich noch ändern.
Ja, und hier sehen wir jetzt nochmal die Details, also 52 Runden und die anderen Konditionen, zum Beispiel auch die Fahrhilfen, die sind alle soweit erlaubt, damit auch alle teilnehmen können. Und das Reglement, das steht unten in der, Beschreibung, Videobeschreibung für euch zur Verfügung. Das ist recht umfangreich, aber doch ganz gut. Ja, und hier noch die restlichen, ja, zum Beispiel auch der Termin am 28.10. soll das stattfinden, also es ist noch ein Monat hin. Und ja, bis dahin werden sich hoffentlich genug Fahrer finden. Das wäre nicht schlecht. Weitere Details werden auch folgen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.